Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde TFT. Ich weiß, ihr seid wahrscheinlich genauso überrascht wie ich. wir nehmen jetzt mal den Lucian. Lucian finde ich eine ganz gute Unit. Mal wieder, nach langer Zeit TFT. Ich meine, ihr habt ja in der letzten Folge gesehen, warum TFT so selten kam, beziehungsweise dann nicht mehr kam, einfach weil Internet kacke war. Aber jetzt in den letzten ein, zwei Tagen habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Es ist immer noch nicht top, es bricht immer noch ab und zu ab. Aber ich habe jetzt gerade quasi die letzten zwei Stunden ein bisschen TFT gezockt. Und alles hat funktioniert. Da dachte ich mir, hey, nimmst du einfach mal auf. Ich glaube, wir bewegen uns immer noch so in Platin 2 oder 1 rum. Ich habe den Sprung nach dir noch nicht so ganz geschafft. Habe halt ohne Aufnahme schon einige Games mal gezockt. Aber brauchte auch wieder einige Zeit, um mich in die aktuellen Patches einzulesen. Blablabla, weil wenn man hier Ranked spielt, ohne die aktuellen Patches verinnerlicht zu haben, dann kriegt man aufs Maul. Dann kriegt man absolut aufs Maul. Das heißt, ich hatte in den letzten Folgen viel Erfolg mit verschiedensten Kompositionen. Mit Noble habe ich noch einmal, obwohl es ja genervt wurde. Mit Noble hatte ich gute Karten. Mit was hätte ich noch gute Karten? Mit Shapeshifter habe ich ganz gut gewonnen. Ich habe auch eine Demon Composition schon gezockt und damit ganz gut abgeräumt. Wir sind auch gerade, glaube ich, bei 99 LP. Ich weiß nicht, ob bei Platin 2 oder 3. Ich glaube 2 bei 99 LP. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, ist ja auch komplett Wurst. Ich spiele jetzt nicht, um irgendwie High Challenger oder sowas zu kommen. Dafür habe ich gar nicht die Zeit. Ich zock's ja einfach nur aus Spaß und Laune. Und da das Format eigentlich ganz gut ankam, dachte ich mir, hey, nimmst du das einfach nochmal auf, weil wenn Internet geht, warum auch nicht? Genug Redebedarf hast du sowieso, um das hier irgendwie zu füllen. Das läuft schon. Und ich finde es ganz nett, mir einfach diese Formate wie auch Minecraft Master Builder so nebenbei freizuhalten. Und offen zu halten für irgendwas, so dass ich das einfach mal bringen kann, wenn ich Bock drauf habe. Oh, das ist natürlich auch. Morellonomicon ist natürlich auch nice. Ginz's Rageblade ist auch nice. Oh, wie schön. Dann schon mal astreine Items. Ich sehe da etwas Shapeshiftigeres zwischen den beiden. Oh yes, oh yes. Erstmal patze ich die beiden noch rein. Momentan ist ja noch Wurst. Am Anfang kann ich auch jedem empfehlen. Nur so als kleiner Tipp. Sammelt die Items. Packt jetzt nicht schon. Oh, Morellonomicon ist ein gutes Item. Packe ich einfach mal drauf. Wartet. Wartet, bis ihr alle Items habt. Wartet vielleicht nur das erste oder zweite Karussell ab und dann verteilt die Items. Ne? Nicht das zweite Karussell, sondern das erste Karussell noch abwarten, dann noch vielleicht die Crocs, die kommen ja dann. Und dann verteilt es die Items, wenn ihr nicht schon echt wisst, welche Items ihr wollt. Ja. Soweit dazu. Gibt es irgendwas Spannendes gerade zu erzählen? Tatsächlich, und zwar, das hatte ich schon mal in der Masterbuilders-Folge kurz erwähnt. Hatte ich aber dann nicht zu Ende erzählt, habe ich dann irgendwie vergessen oder nicht mehr dran gedacht. Da können wir schon direkt Shapeshifter gehen. Ich glaube, das machen wir auch mal direkt. Wollen wir hiervon irgendwas zusammenpacken? Ich glaube, wir sparen uns die Items erstmal noch auf. Ich bin noch nicht ganz sicher, was wir damit machen wollen. Wir können ja jedem... Wollen wir jedem eins geben und die später dann wieder verkaufen? Oder... Oh, schwierig. Schwierig. Erstmal packen wir die hier alle nebeneinander. Shapeshifter-Bonus. Wir hoffen nur, dass die lange genug durchhalten, um sich auch zu verwandeln. Und dann kaufen wir erstmal noch den Shop fast leer. Also, die Story, die ich erzählen wollte, war, ich hatte gestern... Nee, nicht gestern, sondern vorgestern... eine Hornisse in meinem Schlafzimmer. Alter Schwede! Ich dachte schon, yo, hier fliegt jetzt ein Bundeswehrhelikopter, die kommen mich holen und was weiß ich. Ich werde hier überwacht, da fliegen noch Helikopter in meinem Zimmer rum. Oder über meinem Zimmer eher, im Helikopter passt nicht in mein Zimmer. Das Ding war ja so laut, dass es da durch das Zimmer geknattert. Das war vielleicht krass. Hornissen sind so riesig. Da macht man sich gar kein Bild von, wenn die so im Garten rumschwirren. Wenn die so im Garten rumschwirren, weißt du, man ist so an Wespen gewöhnt, dann denkt man sich so, ja, das ist schon ziemlich dick, das Vieh. Huiuiui, das ist schon groß, irgendwie. Aber wenn das Ding dann in einem Zimmer ist, dann siehst du erstmal, wie riesig die Dinger eigentlich sind. Meine Fresse. Huiuiui. Da kannst du dir aber, oh, das ballert auf jeden Fall. Ja, und dann hatte ich das Dilemma, ich habe theoretisch ein Fliegengitter vorm Fenster. Das heißt, die kommt da gar nicht raus und rein. Die ist also irgendwie unten durch die Wohnung, durch die Haustür, im Flur oder was weiß ich, irgendwie in mein Zimmer reingekommen. Ich habe alles abgesucht, die kamen nicht durchs Fenster. Ich schwör's euch. Die kam irgendwo unten durchs Haus. Weil Bienen, Wespen und alle mögliche Fliege ja meistens so nach oben will, ist das dann irgendwann nach oben bei mir im Dachgeschoss gelandet. So, herzlichen Glückwunsch, danke für gar nichts. Ja, und was machst du dann? Es war auch, glaube ich, irgendwie ziemlich spät abends. Und das heißt, ich war da... es war ziemlich spät abends. Ist schon traurig, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wie spät es war. Ich glaube, es war so 11 Uhr. Und ich wollte halt am nächsten Tag früh raus, so, weil ich musste zur Arbeit. Ich glaube, es war schon echt 11 Uhr. Und dann war einfach die scheiß Hornisse da. Ich lag halt schon quasi fast im Bett. Das brauche ich, das brauche ich.
Noch ein Brawler wäre vielleicht ganz nett. Ich packe aber jetzt, glaube ich, erstmal einen Warpick rein. Dann haben wir nämlich den Wild-Bonus und noch einen Tank-Frontliner, damit die hier hinten vielleicht etwas mehr Zeit haben, sich hochzudingsen. Ja, auf jeden Fall wollte ich ins Bett und ich dachte, scheiße, was machst du jetzt damit? Dann hatte sich das Ding endlich mal gesetzt. Und zwar an dem scheißigsten Ort überhaupt. Ich meine, die Dinger, habe ich dann auch im Internet gelesen, ziehen sich zum Licht. Das heißt, das Ding setzt sich an meine Lampe. Nur, ich habe nicht wirklich eine Lampe im Zimmer. Ich habe halt so ein... ich habe eine Glühbirne, die am Kabel hängt. So, ich wollte schon seit 2 Jahren... wollte ich da schon eine Lampe dranhängen. Ich habe es nicht geschafft. Es funktioniert halt. So, war eine provisorische Lösung. Und wir kennen es von provisorischen Lösungen. Die halten da meistens eine ganze Zeit. Und da ist halt eine Lampe am Kabel. Und das Vieh setzt sich ans Kabel. Heißt, ich hatte quasi 3 Optionen. Erste Option. Du nimmst ein Riesenglas, versuchst es drüber zu stulpen, damit irgendwie einen dicken Papier, Pappe oder was weiß ich, an der anderen Seite am Kabel und dann hoffst du einfach, dass das nicht durch diesen Spalter rauskrabbelt. Hatte ich jetzt, ne, verständlicherweise nicht so riesig Bock drauf. Erstmal muss ich mich ganz kurz konzentrieren, wen wollen wir denn? Brauben finde ich ziemlich angenehm eigentlich. Andererseits, wollen wir Brauben? Nee, ich denke mal, wir nehmen Lulu für das BF, denn... Oh ja, ich habe da einen guten Plan. Ich werde auch sofort auf den Plan zurückkommen, wenn es denn funktioniert. Und zwar brauchen wir ein bestimmtes Item oder eigentlich 3 bestimmte Items für einen bestimmten Charakter. Und zwar Evelyn, die kann auch zum Hypercarry werden, habe ich gehört. aber dazu dann später. Ja, also das war die erste Option. War erstmal nicht sonderlich erfolgsversprechend, weil ich konnte die da nicht wirklich einfangen. Das ging nicht. Ich hatte da immer halt dieses fette Kabel zwischen. Da hätte die halt irgendwie... Ne, keine Chance. Keine Chance, dass ich die da sicher in ein Glas reinbuxiere. Zweite Möglichkeit. Ich suche mir einen Baseballschläger oder sonstiges und hau drauf. Problem dabei ist obvious, Lampe ist dann im Arsch. Wir haben jetzt hier eine Unit zu viel. Das heißt, wir haben 5 von 4, wir sind nur Level 4, haben 5 Units drin. Ich würde einfach mal sagen, das lassen wir so. Ich habe tatsächlich mal nachgelesen, ob das legitim ist oder ob das jetzt als Bug-Using gilt. Aber Riot sagt, das ist tatsächlich in Ordnung. So, zumindest in den Quellen, die ich gelesen habe. Und auch Leute wie Skara oder Maxim, ich weiß nicht, ob ihr die Leute alle kennt, sagen halt, das ist von Riot halt echt, das ist in Ordnung, das darf man, das kann man machen. So, ich weiß nicht, ob die ihre Meinung bis jetzt geändert haben, aber ich hoffe mal, ich werde nicht reported, aber das ist tatsächlich im System. Da hat man halt hier relativ viel Units. Ich würde aber gerne ganz kurz mal über 10 Gold kommen. Das heißt, ich verkaufe mal ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall nicht brauchen werde. Ich glaube, ich werde nicht auf Brawler gehen. Das heißt, ihr könnt weg, dann komme ich sogar eigentlich schon... Pass auf, ich gehe mal auf die 20 Gold. Wir gehen mal richtig Economy jetzt. Und kriegen übel aufs Maul. Ja, dritte Möglichkeit ist, Tür zu und nie wieder ins Zimmer gehen. Hatte ich aber auch nicht so Bock drauf, weil ich wollte irgendwie da pennen. Und pennen mit der Wespe ist ungeil. Das heißt, ich dachte erstmal so, nein, du sollst schon drin bleiben. Ich würde gerne den Shapeshifter-Bonus haben. Wir kriegen auch keine weiteren Shapeshifter, kann das sein? Sehr unschön. Wir bleiben bei 30 Gold. Ich glaube, wir kriegen jetzt erstmal übel aufs Maul, bauen aber dafür eine ordentliche Economy hier auf. Ja, ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Spice könnte ich halt auch eigentlich... Eigentlich könnte ich das Warwick geben. Der kann, glaube ich... Der ist, glaube ich, ein ganz gutes Item für Warwick. Hätte ich auch schon früher ihm geben können. Ja. Heißt also, ich habe irgendwie versucht, das Ding zum Bewegen zu bewegen. damit ich es einfangen kann. Weil ich kann es nicht aus dem Fenster rauslocken. Ich erzähle es besser so rum. Ich habe erstmal versucht, das Ding irgendwie mit der Pappe... Ich hatte so ein Papp-Dingsbums vom College-Block... hinten, der College-Block war halt leer, da war eine Pappe und das Deckblatt halt oben drauf. Und damit habe ich dann halt versucht, so ein bisschen Luft zuzufächern, damit die vielleicht abhebt. So dachte ich, scheiße, da passiert nichts. Dann dachte ich, gut, bist ja, ne, im Internet tätig, dann könntest du auch mal im Internet nachgucken. Vielleicht hat das Internet ja irgendwelche guten Ideen. das erste, was da stand, was man bei einer Hornisse nicht machen soll, wenn sie im Zimmer ist. Bitte nicht anpusten und keine Luft zufächern, das macht die aggressiv. Ich dachte so, gut, gut. Erstmal einen Meter wieder zurückgegangen. Respektabstand war da. So, wir sind bei 40 Gold. Ich push trotzdem Level, weil wir sonst die Dinger hier never ever schaffen. Und ein netter Trick ist ja auch, einfach einen Assassin hier vorne hinstellen. Pike ist natürlich der absolut perfekte Assassin dafür. Der springt nämlich nicht, wenn er direkt beim Gegner ist, sondern wird jetzt gleich ihn angreifen und danach darüber springen und die beiden stunnen. Gebt uns hier vorne etwas Zeit, dann müssen wir die nicht so lange tanken. Nur so als kleiner Nebentipp. Ja, was habe ich dann gemacht? Ich habe geguckt, was man so machen kann. Tipp Nummer 1, 2, 3, 4, also eigentlich alle Tipps, die im Internet stehen, war, mach einfach das Licht aus, mach dein Fenster auf, dann zieht die sich automatisch zum Licht. Denn Wespen und Hornissen und alles mögliche zieht sich halt zum Licht. Obwohl, Wespen weiß ich gar nicht. Also Hornissen auf jeden Fall ziehen sich zum Licht. Das heißt, sie verpissen sich dann automatisch. Problem war bei mir, es war Nacht, es ist also dunkel draußen und ich habe ein Fliegengitter vorm Fenster, die kommt da nicht raus. Und wenn ich das Licht bei mir ausmache, dann sehe ich die nicht mehr, Mann.
Kollege, dann. Und ich will nicht diese Hornisse verlieren. Das heißt, Licht ausmachen war nicht drin. Ich will nicht das Licht ausmachen und die dann nicht mehr sehen. Das war überhaupt nicht drin. Und Hornissenstich tut weh. Also ich wollte nicht davon gestochen werden. Ich habe also gewartet, bis sich das Scheißvieh bewegt. Und es sind Stunden gefühlt vergangen. Ich glaube, es war dann eine Dreiviertelstunde oder sowas, wo wir dann halt in Respekthaltung uns die ganze Zeit angeguckt haben. Und irgendwann hat sich das Vieh dann auch mal bewegt. Ist dann relativ wild durch die Botanik bei mir im Zimmer geflogen. Einfach so. Ich dann zwischendurch geduckt. Ich habe mir auch in der Zeit mal einen Bademantel angezogen. Mir Socken. Mir Socken so ums Handgelenk gebunden. Weil ich hatte gerade keine Handschuhe in meinem Zimmer, ne? Ist Sommer und so. Und die habe ich nicht in meinem Zimmer rumfliegen, so Handschuhe. Weil der Bademantel geht halt so hoch. Der ist mir ein bisschen zu klein. Und damit ich halt möglichst viel geschützt habe. Mir eine Jogginghose angezogen. Und überhaupt, damit ich halt möglichst geschützt bin, wenn das Vieh dann doch mal auf mich zukommt. Ja, tja. Dann ist das halt da rumgeflogen. Und irgendwann ist es dann an einer Wand gelandet und nicht an der scheiß Lampe. Dann konnte ich es dann endlich im heroischen Akt fangen mit so einem Riesenglas. Pappe drunter, Ding drauf und ab nach draußen mit dem Vieh. Bin dann nach unten gelaufen, raus durch die Terrassentür und dann stand ich da. Und ich dachte, scheiße, ich habe hier eine höchst aggressive Wespe. Ich bin bei 64 HP, ich muss mal langsam aufpassen, was ich mache. Ich glaube, wir warten jetzt nochmal diese eine Runde ab. Wir haben sogar letzte Runde gewonnen, ach krass. Und dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen rerollen und vielleicht Evelyn suchen. Weil wir haben schon ein echt gutes Item für die. Und ich glaube, die könnte echt zum richtig krassen Hypercarry hier mutieren. Das heißt, hiervon brauche ich gerade gar nichts. Ich warte echt jetzt mal auf diese Evelyn. Ich glaube, das probieren wir mal. Ich habe auch Evelyn, glaube ich, noch gar nicht so häufig hier gesehen. Der hat schon Evelyn 2. Okay, never mind. Hier ist keine Evelyn dabei. Das heißt, es gibt bis jetzt... Ja, es gibt eine Evelyn bisher. Okay, wir werden schon noch eine Evelyn finden. Ja, dann stand ich da mit dem Glas. Was machst du jetzt mit der? Was zur Hölle machst du jetzt? Ich habe dann am Ende das Glas auf die Wiese geschmissen und bin wieder reingerannt. Tür zu und fertig. Absolut fertig. Ja, und da ist dann, das ist so aktuell der Stand der Dinge auch. Ja, so habe ich auf jeden Fall meinen vorletzten Abend verbracht. War also, könnt mir Angenehmeres vorstellen tatsächlich. So, wir finden übrigens überhaupt gar nichts, was ich gerade gebrauchen kann. Ich glaube, wir gehen auch mal... Wir haben relativ wenig HP. Wir müssen jetzt ein bisschen rerollen aggressiv. Da ist die Evelyn. Perfecto mio. Heißt, ich werde jetzt dich auswechseln, dich dafür reinmachen. Da haben wir nämlich auch den Demon-Bonus. Dann kann ich dir auch noch ein BF geben. Und dann wird Evelyn zum Carry mutieren. Da bin ich fest von überzeugt. Guardian soll mit Evelyn auch ganz gut sein. Das heißt, ich behalte Braum auch erstmal noch. Wir werden Evelyn zum Hypercarry machen und irgendwie, ja, er hat halt hier schon auch Evelyn, aber der hat keine Items auf ihr. Das heißt, Ari ist momentan noch der Carry. Wird er wahrscheinlich später noch wechseln. Meine Evelyn ist auch irgendwo in der Pampa verreckt anscheinend. Wunderschön, freut mich. Komm, ein Chris noch. Jawohl! Nice, okay. Noch ein, zwei wegmachen ist gut. Ja, jetzt habe ich mich so im heißen Brei geredet. Jetzt bin ich echt überfordert hier, was ich eigentlich genau machen wollte, wo ich hier hin wollte. Erstmal suchen wir hier nach Evelyns. Oder nach dem BF. BF ist auch gut. Wir wollen das BF hier vorne haben, damit wir Evelyn auf jeden Fall ein GA geben können. Ist hier sonst irgendwas, was ich groß brauchen könnte? Nein, nicht wirklich. Ich nehme jetzt mal das BF, dann können wir Evelyn das Ding geben. Und dann hat sie hat ja schon eine Cloth Armor, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Wo waren wir denn? Hier unten. Ne, sie hat schon ein BF. Ach, ich bin blöd. Ach du Scheiße, dann war das... Ach, ich hätte vorher nachgucken. Wir hätten die Cloth Armor gebraucht. Oh nein! Oh, das war großer Fehler. Evelyn braucht spezifische Items, um zu funktionieren. Kacke, 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 kacke. Shit. Ach Mann. Was mache ich denn jetzt? Ach nein. Ah, jetzt muss ich mega Glück haben, dass ich die richtigen Items noch kriege. Oh, scheiße. Oh, erstmal ein Pike Stufe 2. Auch angenehm. Den würde ich auch gerne reinstellen eigentlich. Aber ich habe gerade hier so eine schöne Kombo. Ich kriege den gerade nicht wirklich rein. Oder ich pushe auf Level. Ich möchte ungern jetzt noch weiter verlieren. Oh, jetzt habe ich einmal zu viel gepusht. Ist aber nicht so schlimm. Wir sind trotzdem bei 40 Gold. Ich packe den Pike hier einfach mal rein. Ich gebe ihm auch einfach mal das BF hier. Soll er Spaß mit haben. Vielleicht kriegen wir noch eine Träne. Dann kriegt er noch ein Spear of Shojin. Das passt ihm auch ganz gut. Verdammte Kacke. Ah, er mal unkonzentriert ist. Weißt du, sowas passiert mir zum Beispiel, wenn ich für mich spiele, nicht. Dann bin ich eher aufs Spiel fokussiert. Hab zwar auf dem linken Bildschirm noch irgendwelche Videos laufen, aber ich bin hauptsächlich hier. Ah. Verdammt, jetzt habe ich mir auch mit der Story so verbrabbelt. Muss ich echt aufpassen. Also Spielplan ist es. Wir suchen noch eine Leona. Wir suchen auf jeden Fall noch ein paar Evelyns. Und dann, vielleicht noch eine Poppy, eine Sejuani, irgendwie sowas. Oder noch ein Swain. Wäre auch ziemlich gut, weil er ist ja Shapeshifter Demon.
Und dann geben wir einfach jedem aufs Maul. So wie ihm hier gerade. Warum haben wir gerade so hart gewonnen? So stark ist unsere Kombi jetzt auch noch nicht. Aber gut, ich will mich nicht beklagen. Jawohl, da haben wir schon mal den Shapeshifter Stufe 2. Jawohl, da ist auch die Leona. Es läuft langsam, es läuft. Ich kann aber keinen wirklich austauschen. Ich könnte dich austauschen. Ja, super, das ist blöd. Ich brauche natürlich Braum auch noch drinne dann. Wir warten mal auf den Braum 2 und dann tauschen wir das hier noch ein bisschen rum. Aber erstmal bin ich noch ganz zufrieden mit dem Ganzen hier, glaube ich. Ja, ein Sway wäre natürlich absolut Deluxe. Das wird die Elise bombastisch ablösen. Ich hoffe nur, dass wir nicht gegen die ersten Plätze hier spielen. Er ist auf dem dritten Platz, ist auf der Winning Spree. Hat auch nur Level 2 Einheiten, hat Demon Bonus, Wild Bonus. Und ja, also die Ari ist natürlich, die hat er komplett vollgebildet. Ach du Scheiße. Ich hoffe mal, da kommen wir noch durch mit unserer Evelyn. Nein, er hat er ordentlich weggemacht. Jo, und das war's dann auch damit. Die Spinne wird da, glaube ich, nicht mehr allzu viel reißen. Yep. Immerhin noch fast alle Einheiten getötet. Warum verkauft er die Ari nicht und gibt der Evelyn die Items? Verstehe ich nicht. Evelyn ist doch so ein besserer Hyper-Carry. Hä? Naja, verstehe ich nicht ganz, aber okay. So, jetzt sind wir bei den Wölfen. Das wird eine relativ kritische Runde für uns. Oh, Poppy, die wollte ich eigentlich auch haben. Poppy ist nämlich auch ein absolutes Monster. Ja, Morgana nicht so wirklich. Oh, Sichuan. Yes! Es fügt sich zusammen, Freunde. Es fügt sich zusammen. Erstmal hier die Plätze tauschen von den Boys. Okay, so ungefähr. Ja, so passt schon. So, dann springen die hier hinten hin und die hier vorne tanken nämlich. So, okay, dann dürfen die hier so einmal rumspringen. Dann tanken die drei. Na, ich hätte Warwick noch nach ganz links setzen sollen. Der ist ein etwas besserer Tanker als Shyvana, aber die sollten das schon irgendwie wuppen. So, dann werden wir gleich auf Guardian umschwimmen. Komm schon, verwandel dich noch. Oh, oh. Jetzt wird's kritisch. Jawohl, Nidalee hat sich immer noch verwandelt. Ja, das dürfen wir aber schaffen. Das dürfen wir aber schaffen. Elise hat sich auch noch verwandelt. Da krabbeln noch ein paar Spinnen rum. Pike hat sich auch mal erbarmt zu ulten. Ja, doch. Okay, gut. Da habe ich mir gar keine... Hätte ich mir gar keine Sorgen machen können. Wir können jetzt noch einen Demon machen. Wäre natürlich ganz gut. Ich denke mal, wir kacken jetzt aber mal auf die Shapeshifter-Kombo. Oder kacken wir auf die Shapeshifter-Kombo oder verkaufen Warwick. Ich glaube, wir können auch einfach Warwick verkaufen. Können dann dich reinsetzen. Ich nach vorne. Du kriegst den Guardian-Buff, genauso wie Nidalee. Und dann haben wir euch beide hier zumindest schon mal... Ah, ich würde eigentlich lieber Braum da vorne stehen haben. Aber naja, so ist auch in Ordnung. Wer kriegt denn jetzt das hier? Das ist eine gute Frage. Weiß ich gar nicht, wer das kriegen sollte. Eigentlich keiner. Keiner kann das so wirklich von euch gut gebrauchen. Gibt es erstmal Nidalee? Keine Ahnung, der hat noch mit... Ich könnte da... Ah, Shyvana hätte ich das geben sollen. Ah, ich bin blöd. Ah, Shyvana, das wird natürlich deutlich besser auf ihr sitzen. Evelyn knuspert sich da hinten rum. Warum übrigens Gunblade? Weil sie sich mit einer Ult dann das Potenzial hat, sich einfach voll zu healen mit einer Ult. Also das kann schon echt, echt richtig ballern. Bitte, bitte, heal dich. Oh nein. Also er hatte halt den Nidalee-Heal drauf. Und ah, kurz vor der Ult nochmal verreckt. Verdammt. Wir müssen diese Jinx langsam killen, weil sonst mutiert die hier. Okay, ne, jetzt ist sowieso vorbei. Jetzt ist sowieso vorbei. Okay, gut. Das war dann auch das. Ich will Poppy nicht verkaufen, aber ich will die 50 Gold. Ah, verdammt. Muss sie noch ein bisschen umrangieren. Oh, das wäre natürlich auch besser als Nidalee tatsächlich. Oder wir kacken auf den Demon-Buff und gehen stattdessen auf den Wild-Buff. Ich glaube, das ist gerade besser für uns. Ich glaube, das ist gerade echt besser. Da könnte ja noch von euch ein Demon sein. Von mir aus können wir Shyvana noch zum Demon machen. Oder wir warten noch mit dem einen Spatula. Ich glaube, wir warten noch mit dem Spatula. Ja, wir warten damit einfach noch. Pass auf, wir warten einfach noch und wenn wir dann... Wir müssen eigentlich jetzt bald auf Level pushen. Also das geht hier sonst... Oh je, das geht hier sonst gar nicht gut aus. Ah, Night Ranger. Oh boy, der wird uns abnormal wegmachen. Wir brauchen nicht langsam das Schildchen hochkriegt. Dankeschön. Jetzt Evelyn noch eine schöne Ult, bevor du stirbst. Dankeschön. Sehr sahniger Heal. Auch schön, dass du Nidalee dich wieder voll hielt die ganze Zeit. Das dürfte ein Win... Nevermind. Ich wollte gerade sagen, das dürfte ein Win werden, aber nein. Nein, Varus, Ashe machen hinten einfach alles weg. Komm, ein Hit noch. Verdammt, hätte Evelyn ein GA. Wir hätten mindestens 3 Games mehr gewonnen seitdem. Mindestens. Verspreche ich euch. Okay. Wir machen jetzt Folgendes. Wir pushen auf Level. Packen dann noch dich rein. Haben dann den Glacial Bonus noch mit am Start. So, obwohl ich möchte lieber das... lieber hier hinten rein oder so. Oder hier hin. Ja, dann bist du etwas geschützter wenigstens. Dich einmal noch wechseln. Und hier vorne eine Ecke stellen. So ungefähr. So ungefähr. So ist, glaube ich, ganz gut. Okay.
Gut, wen will ich noch zum Demon machen? Ich könnte nah zum Demon noch machen. Dann haben wir noch den Demon-Buff, ne? Wäre vielleicht gar nicht so blöd. Dann haben wir noch einen Demon. Ich wollte zwar eigentlich auf Karussell warten, aber wir sind jetzt echt langsam am Limit angekommen. Wir brauchen Evelyns. Ich habe dazu jetzt committed, Evelyn zum Hyper-Carry zu machen. Irgendwie scheint das nicht so gut zu funktionieren. Sejuani, wenn du noch ulten könntest, bevor du stirbst. Ne, okay, gut, dann ist auch in Ordnung. Aber Evelyn lebt noch. Solange Evelyn noch lebt, haben wir noch eine Chance. Und sie ist tot. Karius 3. Mit, alter Schwede, mit Warmox und Frozen Heart. Yo, kann bitte irgendwer mit dem Demon-Buff mal den Darius angreifen? Ja, Nah wird da auch elendig gegen den Boy verrecken. Ja, nee. Nee, okay, gut. Overtime. Ich glaube nicht, dass Braum das durchtanken kann. Obwohl, 5, 4, 6, 9, nee. Nee, ouch. Wir sind jetzt auch bei 13 HP angekommen. Das heißt, eine schlechte Runde und wir sind raus. Ich brauche jetzt die Cloth Armor. Okay, da haben wir sie schon mal. Da ist eine Leona mit einer Cloth Armor. Das heißt, es ist ziemlich schade für uns, weil wir Leona eigentlich brauchen können. Aber wir müssen sie dann halt wieder verkaufen. Ich brauche dieses GA. Ich brauche dieses GA. Oh. Er hat die falsche genommen. Feels bad, man. Oh. Ah, Schadenfreude ist doch die schönste Freude. Ja, dann hat unser Evelyn immer ein GA. Ein kritisches weiteres Item wäre aber noch Dragon's Claw. Das heißt hier zweimal dieses Magic Resist Item. Das wäre noch, also diese Magic Cloak, das wäre noch das finale Item und auch eigentlich eins der wichtigsten Items. Also eigentlich, ich glaube, ja, obwohl GA ist auch relativ wichtig. Ja, ich weiß nicht. Erstmal eine Poppy 2 hier in der Base. Wunderbar. Dann können wir das hier einmal verkaufen. Dann der Evelyn geben, dann hat sie noch ein GA. Also Dragon's Claw wäre so das zweitwichtigste Item nach Gunblade und danach kommt Guardian Angel, glaube ich, erst. So, jetzt würde ich aber gerne einfach mal ein bisschen rerollen. Oh. Oh. Packen wir auf wir haben aber so viele gute Boni. Ich glaube, wir packen Pantheon einfach rein, weil dann haben wir noch den Dragon-Bonus mit am Start. Der ist ja absolut Drache-Guardian. Übrigens, eine neue Unit ist jetzt auch erst im letzten Patch rausgekommen. Also in diesem Patch, auf dem wir jetzt aktuell spielen, in dem Patch ist er auch rausgekommen. Wir sind quasi dann top aktuell. Okay, und der Pantheon, wer ihn nicht kennt, macht folgendes. Der springt gleich einfach in die Luft und erfreut sich seiner Drachen-Origin. Kommt wieder runter und macht auf jedem einen Moral-Nomicon-Effekt in diesem Kreis. Wie ihr seht, die brennen jetzt alle so ein bisschen. Ist ganz nett. Ist auf jeden Fall, kann ich nicht klagen. Kann ich absolut nicht klagen. Noch ein Sichuani, da kann ich auch nicht klagen. Ich verkaufe mal den Pike hier vorne und die hat hier, glaube ich, auch den Sold erfüllt. Jawohl, wir haben gewonnen gegen einen der ersten Plätze. Oder sogar den ersten Platz, keine Ahnung. Ja, gegen den ersten Platz haben sie eine Winning Spree beendet. Haha. Wunderbar. Wunderbar. Also, werden wir jetzt noch Evelyn 2 kriegen? Ich sage euch, das wird ein lockerer erster. Hallo. Also, wenn wir dich noch Stufe 2 kriegen, das wäre auch eigentlich ziemlich nice. Brauchen Evelyn noch Stufe... Oh mein lol! Also Leute, was ist denn hier los? Pantheon Stufe, yo! Pantheon Stufe 2, nice. Wir können jetzt auch Dreier Guardian vielleicht reinsetzen. Aber ich denke, das ist gar nicht mal ganz so sinnvoll. Können wir natürlich machen. Wir könnten dich auch dahin setzen. Dann hast du trotzdem den Guardian Buff. Ihr habt auch noch einen Guardian Buff. Ja, okay. Okay, nee, das ist in Ordnung. So, ich glaube, wir pushen auch bald auf Level und werden dann Poppy reinstellen. Dann haben wir nämlich noch den Night Bonus für alle. Aber erstmal würde ich ganz gerne noch eins mal rerollen, denn oh, wir brauchen noch Evelyns. Brand wäre auch nice, aber ich glaube, Brand brauchen wir gerade einfach gar nicht so wirklich, weil wir haben halt den Demon-Bonus schon durch unser Spatula-Dings. Wie wir den wegmachen. Ich meine, es ist nur ein Geist und Geistermäßig wurden aber gebufft. Das heißt, früher hatten die Effekte und sowas gar nicht, aber jetzt haben sie die. Also die Effekte, zum Beispiel Ranger-Effekt oder sowas, hatten die früher nicht. Jetzt ist Geist quasi ganz normal, wie jeder, als würde ich gegen Spieler spielen. Macht das Ganze etwas knackiger hier. Pantheon 2, wir haben einfach ein Pantheon 2 bekommen. Wir sind Level 7. Was ist die Chance, da Legendaries zu bekommen? Heftig. Und dann auch noch dreimal die gleiche. Ich kann mein Glück kaum fassen. So, was wir jetzt von den Dingern brauchen, ist zweimal eine Magic Cloak. Genau das brauchen wir von diesen Dingern. Zweimal Magic. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich könnte jetzt auch... Aber wir kriegen sowieso nicht Stufe 3. Das ist Wunschdenken. Das lassen wir einfach mal. Nach dieser Runde werden wir übrigens Level pushen. Auf Level 8 gehen, um die Poppy reinzustellen, um den Night Buff allen Leuten zu geben, weil der Nightbuff wird auch ein bisschen überarbeitet. Ich weiß nicht, wie aktuell ihr da seid. Der ist jetzt für alle Teammates. Dass quasi 15 Schaden für alle geblockt werden. Ist total fein. Ist super gut. Kann man machen und Poppy ist eine unfassbar starke Einheit. Eine der besten Knights, finde ich. Das kann man auf jeden Fall machen. So, ich brauche viele Items und zweimal Magic Cloak. Das wäre unfassbar sahnig. Ja, bislang sehe ich noch kein Item. Da ist eins. Und kein Magic Cloak. Ich hab doch gesagt, ich brauche viele Items. Was soll ich denn jetzt hier mit noch einem Guardian Angel? Ich glaube nicht mal, dass das stackt, oder? Wenn ich könnte jetzt noch eins geben, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Doof.
Ich pushe jetzt einmal auf Level, weil eine schlechte Runde und ich bin tot, damit ich hier die Poppy reinpacken kann. Okay, die wird da vorne der Frontline-Tank und jetzt könnte ich noch jemanden Guardian Angel geben. Das könnte ich vielleicht der Chavanna geben. Brauchen tue ich die Items ja sowieso gerade nicht. Also ich glaube, Guardian Angel auf Chavanna gibt Schlimmeres. Und jetzt rerollen wir nochmal, weil ich brauche noch eine Evelyn. Das wäre so wichtig. Ich möchte aber gerne über 10 Gold bleiben. Ah, shit. Wir sind hier echt am seidenen Faden. Es wird kritisch. Eine heftige Niederlage und das ist vorbei. Er hat auch eine ziemlich starke Ranger Knight Glacial Combo. Noble auch noch am Start. Es wird happig, da durchzukommen. Vor allem, da unser Carry noch Level 1 ist. Oh, Level 2 Evelyn wäre so wichtig. Jawohl, aber wichtiges Schild vom Braum an dieser Stelle. Jetzt nicht mehr, jetzt hat er sich wegbewegt. Oh, oh. Gewinne ich gerade? Verliere ich? Ich kann es gar nicht so ganz sagen. Oh, da kommt... Ich gewinne. Aber absolut, der Typ kann sich verabschieden. Da machen wir mal richtig BM ein Emote rein. Der ist weg. Wenn der Darius nicht mehr ultet. Er ultet noch, obwohl, killt aber keinen. Ja, Pantheon hebt nochmal ab. Und er ist weg. Er ist weg. Woo! Einer raus. Let's go. Lol. Ja. Da würde ich auch erstmal weglollen. Really. Es tut mir leid. Oh, Evelyn. Wir sind drin. Ich sage euch, mindestens zweiter Platz. Mindestens zweiter Platz. Das ist das mindestens zweiter Platz. Wir haben eine so unfassbar starke Combo hier mittlerweile. Ich würde Braum aber lieber weiter nach vorne stellen. Vielleicht so? So wäre, glaube ich, ganz gut. Dann haben die beiden... So, genau. Dann haben wir unsere beiden Knights nochmal den Guardian-Buff. Oder den doppelten Guardian-Buff. Du hast einen 1er Guardian-Buff, genauso wie du. Und du, Nidalee, ist halt so ein bisschen das schwarze Schaf. Die würde ich ganz gerne austauschen, wenn ich einen anderen Wild-Shape-Shifter bekommen würde. Aber da gibt es keinen anderen. Aber sie macht ja ganz guten Job. Die bufft unser Nah ein bisschen. Nach Stufe 2 würde ich auch noch ganz gerne bekommen. Ja, und ich würde sagen, da machen wir fast den nächsten weg. Guckt euch das mal an. Und wir haben noch nicht mal das eins der wichtigsten Items auf Evelyn. Und zwar Dragon's Claw, damit die auch ein bisschen länger überlebt. Damn. Hatte ich aber auch ein bisschen Glück, muss ich sagen, in dieser Runde. Ich könnte jetzt noch einen Dragon holen mit Aurelia und Soul. Aber nee. Nee. Ich glaube, ich brauche... Also, das Einzige, wonach ich jetzt noch suchen würde, wäre vielleicht ein Shapeshifter. Ich würde, glaube ich, Swain reinstellen und auf den Wild Buff verzichten. Also statt Nidalee. Oder statt Nah. Ich glaube, statt Nidalee. Nidalee ist nicht so unfassbar stark. Dann könnte ich auch die Titanic irgendwo anders reinpacken. Zum Beispiel auf Chavanna, die sie etwas besser benutzen kann, denke ich mal. Aber sonst bin ich fertig. Ich suche dann vielleicht nur noch ein Nah 2. Also noch zwei Nahs, damit ich ein Nah 2 bekomme. Und sonst bin ich durch damit. Sonst hoffe ich einfach, dass das läuft. So, wir können mal ein bisschen unsere Evelyn da hinten beobachten, wie die da alles Mögliche wegkillt da hinten. Absolut im Rage-Modus. Die hat nämlich echt viel Schaden. Guckt euch das mal an, wie viel Schaden die macht. Wir gucken mal auf den Damage-Grab. Da ist 4000 Damage schon. Einfach so. Einfach so. Und Pantheon ist natürlich auch immer ganz gut oben dabei, weil seine Ult eben AOE Burn-Damage macht. So. Ballert halt. Oh, wir könnten noch einen Assassin holen. Wir haben aber nur einen. Das heißt, es wird uns kein Buff bringen. Oh, das ist jetzt schwierig. Wen brauchen wir davon? Wen würde ich denn nehmen? Eigentlich brauche ich keinen wirklich davon. Ich könnte natürlich noch einen Assassin mir gönnen, ne? Wer sollte denn ein Assassin von denen sein? Eigentlich keiner. Weißt du was, ich hole mir noch ein AP-Item mit der MF hier dabei. Können wir das verkaufen, bringt uns 5 Gold. Gar kein Problem. Ah, Dragon Ball ist natürlich auch sehr, sehr nice. Macht den Pantheon unfassbar tanky. Wir haben viele Boni. Läuft noch ein Yordle, könnten wir auch noch reinpacken. Oh, Hallöchen. Leona werden wir nicht mehr reinpacken. Das halte ich für sehr, sehr unrealistisch. Wir können trotzdem mal kaufen, weil vielleicht kriegen wir ja nochmal von dem Drachen hier das Item, das Zweier Spatula-Item. Ich weiß gar nicht, ob er uns das geben kann. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir das ja noch. So, das AP-Item geben wir jetzt einfach mal. Wir geben es noch nicht. Wir geben es noch. Ja, wollen wir. Also, ich meine, wer macht denn viel AP-Damage? Wir geben es einfach Chavanna. Die ist unser zweiter Carry. Wir warten vielleicht jetzt noch auf den Drachen, weil vielleicht kriegen wir da noch die Dragon Claw-Item. Das wäre noch eine Möglichkeit. Das wäre noch eine absolute Möglichkeit. Oh, Nidalee wurde rangehuckt. Das ist total fein. Nidalee ist unsere schwächste Unit mit Nah. Obwohl Nahs Ult natürlich immer ordentlich ballert. Da kommt Pantheon angesurft. Unfassbar sahniger Stunt. Und ihr seht, warum man Poppy, Chavanna spielt, wenn man einen Hypercarry Assassin hat. Die stunnen einfach alles weg. Komplett. Maximal aus dem Leben gestunt. Ja, der hat nicht alle Items auf. Der hat nur ein Item auf Evelyn. RIP-Kollege, das war der allererste Platz, den haben wir auch ja, nicht solide weggemacht, aber reicht, reicht. Wir sind doch schon fast Platz 4. Oh yes, oh yes. Also noch ein Nah, wird mir echt ganz gut stehen, Leute. Ein Nah noch, komm schon.
Komm schon, ein Nadel. Du musst doch hier gehen. Gehe ich auf 20 Gold runter? Ich gehe auf 20 Gold runter. Oh, also noch ein paar Evelyns, da kann ich auch mitleben. Ja, das wird nichts mehr hier mit der Sichuani. Ah, ich meine, hätte ich jetzt alle Shyvanas gekauft, hätte ich wahrscheinlich die auch Stufe 3 gehabt. Aber ich bin da immer so, wenn ich eine Stufe 2 Unit schon Stufe 2 habe und auch nach anderen Einheiten ausschaue, aber Ausschau halten will, dann gebe ich mein Geld nicht aus, um vielleicht noch, also bei Evelyn mache ich das gerade, weil ich habe da echt Hoffnung. Aber meistens gebe ich da nicht noch mein Geld aus, weil ich denke, das wird sowieso nichts mehr. Das wird nichts mehr. Oh, er hat auch eine ordentliche, er hat Void Assassin. Ui, Ballard, gegen den haben wir auch gerade eben schon gespielt. Stimmt, der ist auch der erste Platz, da haben wir knapp gewonnen. Ich will mal sehen, wie es jetzt aussieht. Zumindest ordentlich guter AOE-Stun. Von, ne, nicht Stun, sondern AOE-Ulta von Pantheon. Aber unsere Units gehen hier langsam dahin. Wichtige Verwandlung noch von Shyvana an der Stelle. Die haben alle GA irgendwie. Oh, und da kommt noch mal Evelyn reingeknattert. Okay, du musst noch einmal Ult kriegen, Evelyn. Dann sind sie beide tot. Einmal Ult noch, komm schon. Jawohl! Ballard, Junge! Ballard, was war dein Schaden? Da, 10.000! 10.000 Rapid Fire, schade. Das wäre es gewesen. Leider nichts, was wir gerade... Oh. Ich habe ja gesagt, ich würde Nah austauschen. Nee, ich würde dich austauschen dafür, ne? Ich glaube, ich tausche dich dafür einfach aus. Ich möchte lieber Swain eigentlich haben. Für den Dragon machen wir es aber nochmal so rum, weil Swain ist gegen den Dragon jetzt nicht so unfassbar gut. Oder will ich Nidalee austauschen für einen Swain? Ich glaube, dass Swain einen besseren Job machen könnte an dieser Stelle als Nidalee. Ich glaube nicht, dass wir den White Buff groß brauchen können. Level 1 Swain ist deutlich besser als Level 2 Nidalee. Nur die Position von Swain wäre da hinten so scheiße. Er muss halt erstmal durch die halbe Weltgeschichte laufen, um useful zu sein. Ah, ja, na, dann baller den doch mal da weg. Gar kein Problem. Und da haben wir Rapid Fire kennen. Wem wollen wir Rapid Fire kennen geben? Ey, pff, frag mich was Leichteres. Auf jeden Fall nicht Evelyn. Das ist der größte, wenn wir Evelyn Rapid Fire geben. Oh, ich halte das gar nicht darüber. Ich habe Angst, dass meine Maus nicht funktioniert. Dann seid ihr komplett dumm. Weil Evelyn möchte ja nah ran für ihre Ult. Sonst trifft die ja keinen mit der Ult, wenn die mit Autotext die ganze Zeit weiter wegsteht. So, das bringt ja nichts. Rapid Fire wäre vielleicht auf Shyvana ganz nett gewesen, aber ich glaube, wir geben das jetzt einfach mal Pantheon. Oder? Komm, wir versuchen das mal auf Swain. Der steht ja sowieso sehr hier so hinten rum. Wollen wir. Ich dachte, vielleicht tauschen wir die beiden hier noch. Aber nee. Das lassen wir alles so. Wir sind bei 30 Gold. Wir sind ordentlich in der Winning Spree. 7 plus. Uiuiui. Wir kriegen pro Win nochmal 3 Gold da drauf. Und wichtige Nah-Ult. Da kommt noch Pantheon hinterher geballert. Nochmal überall Morvelnomicon-Effekt drauf. Shyvana verwandelt sich. Das dürfen wir auch im Sack haben. Evelyn ballert da auch noch rein in die Kindred-Ult, was absolut gar nichts bringt. Aber den haben wir auch rausgehauen. Ich würde sagen, RIP. Oh, das ist mein Premate. Sorry, Leo. Oh, Mann. Oh, Lekunit, es tut mir leid. RIP, Kollege. RIP. Oh, Mann. Wir sind unter den Top 3. Und den ersten Platz haben wir schon ein paar Mal ordentlich weggemacht. Wir können jetzt tatsächlich auch bald auf Level pushen, ne? Und vielleicht warten und dann noch auf Level pushen und noch den nächsten... Entweder packen wir noch einen Yordle rein. Ah, das finde ich jetzt nicht so krass. Oder wir packen noch einen Guardian rein. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Da werde ich in Discord angeschrieben. Oh, je. Die letzten 15 Minuten nur Bullshit bekommen. Bei mir genau andersrum. Andersrum wird, glaube ich, zusammengeschrieben. Egal. Also läuft. Der hat auch einen Evelyn, aber nur mit dem GA. Ja, das ist immer noch der erste Platz. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich sowas sehe. Da kommt die Swain und auch noch rein. Hielt sich ganz gut gegen. Und Baller, Junge. Batz dich! Den machen wir weg! Der kann nach Hause fahren. Mach den PC aus, Kollege. Ist vorbei. Mach ein Windows-Update oder so. Komm, verpiss dich. Ist Wie schön. Ach, das ist doch geil, dass das so schön funktioniert in der Aufnahme hier. Oh, sie sind aber auch stark. Es ist unfassbar, wie stark wir sind. Wir können noch nicht ganz Level 9 gehen. Andererseits haben wir den auch schon so gut wie im Sack. Der andere ist nämlich jetzt auch ausgestiegen. Ich sag ja, mindestens zweiter Platz. Mindestens zweiter Platz. Ich hab's euch gesagt. Keiner hat mir geglaubt, aber so ist es. Ich glaube, das reicht noch nicht. Doch, das reicht schon. Ja, geil, da packen wir noch Leona rein. Und haben jetzt den 3er Guardian Buff. Ja, Shyvana wird ordentlich tanky, würde ich sagen. Oder wir machen es so rum. Dann wird Poppy hier ziemlich tanky werden. Wir könnten auch noch... Nee, wir lassen den 3er Guardian. Denn das bringt uns ordentlich Rüstung. Und da der mit vielen Assassins spielt, finde ich das schon sehr angenehm. Finde ich ja schon sehr angenehm, mit so viel Rüstung zu haben. Vielleicht, wir sollten Swain auf jeden Fall woanders hinstellen. Der macht da hinten nämlich auch nicht so viel, außer alles wegzutanken. Never mind. Oh, never mind. RIP. Jawohl, die Sejuani Ult hat noch 3 Assassins erwischt. Das ist relativ wichtig, weil so hart gewinnen wir tatsächlich gar nicht. Wir verlieren sogar gerade. Ach, je.
Oh, oh lol. Yo, whoopsie. Mindestens zweiter Platz, ich hab's gesagt. Okay, warum wir jetzt so hart verloren haben, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wir haben sogar eine Unit mehr reingestellt. Verstehe ich nicht. Naja gut, ihr habt jetzt einen Blackscreen. Ich würde aber erstmal sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sind erfolgreich, wir waren tatsächlich Platin 2 und sind jetzt Platin 1. Let's go. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü.